Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Robin und Gabriel am Start mit Spieltag 3, 4, nein 5, 5 sind wir schon. Spieltag 5 der GPL, was war denn das gerade? Keine Ahnung, was es war, war Belly Brainfart. Wir spielen heute gegen Richard. Und ja, haben eigentlich ein Team drin mit ein paar Hidden Tags, aber eher straightforward. Weil es effektiv nicht viel gibt, was wir gegen Richard ausrichten können an Kreativität. Okay, bin ready. So, das heißt, ich habe ihm jetzt das Signal gegeben, dass ich ready bin. Jetzt wieder zurück in OBS. Wir drücken A. Und wenn er jetzt auch A gedrückt hat, dann können wir beide starten. Alles klar, gut. Er hat dabei Cincino, Austos, Conkledur, das. Er hat irgendwas nicht dabei, was ich gerade... Huch, spackt meine Cam gerade. Nee, okay. Irgendwas ist gerade... was ich erwartet habe, hat er nicht dabei. Er hat Pyukumoku nicht dabei. Damn. Okay. Das heißt, wir schreiben das mal aus. Austos, Cincino, Dagi, Kong, Sylveon und Monte Carlo. Okay, mit was leaden wir da am besten? Wir könnten theoretisch mit Duoclass leaden. Wir könnten aber auch theoretisch mit... Obwohl. Eigentlich ist Beware am besten. Wir sind gut gegen den Number von Mons von ihm. Und ja. Das ist okay. Gut. Dann leaden wir damit. Bin super nervös. Good luck, Herr Van Richard. Und jetzt setzt die Nervosität aus. Huch. Okay, alles klar. Ah. So, bei mir ist es ein bisschen laut auf den Ohren. Ein bisschen kurz trinken, dass meine... Okay, perfekt. Das ist... Witzigerweise... Ist es okay? Ich würde behaupten, es ist ganz okay. Close Combat knockt uns aus. Er hat aber kleinen Close Combat, das heißt, er Drain Punch. Würde hier Runde 1 Drain Punchen, ist die Frage, though. Glaube ich nicht. Das heißt, wir drücken hier einfach den Ableithieb Runde 1. Mit unserem Boy. Ist okay, Damage. Wenn er jetzt für den Ableit, er geht für den Abschlag. Exactly. Das ist super, super wichtig. Weil das ist die Zitrusbeere weg. Und wir sehen keinen kein Flame Orb. That's interesting. Was ist denn sein Switch in? Ich meine, wir könnten hier für Nahkampf gehen, aber das würde ihn nicht ausnocken. Never. Ich gehe in Duoclass hier. Das ist unser Play leider. Wechseln Boy aus und gehen in Boy. Geht er nochmal für den Abschlag? Er geht jetzt für den Ableithieb. Sehr, sehr gut gemacht von unserer Seite. Nice. Gut, dass das funktioniert hat. Und was wir jetzt machen können, ist direkt für den Eisenschädel zu gehen. Wenn jetzt hier ein Knockoff kommt, dann ist es okay. Wir wissen schon mal, er ist nicht Choice. Und... Ja. Also alles in allem sieht's gut aus. Das war eine gute Turn 1. Es war ein Ausgang von Events, die ich so tatsächlich dachte, dass sie passiert. Das ist okay. Der Evolit ist halt jetzt weg. Ist aber irgendwo klar gewesen. Und jetzt ist hier die Frage. Wir könnten nochmal Eisenschädeln. Also ich denke, Eisenschädel ist hier der Play.
Feuerschlag. Ein Knocked aus. Okay, interesting, interesting. Knocked aus, ist aber okay. Weil wir jetzt wieder in unseren Boy gehen können. Wir könnten auch in den gehen. Na, ich glaube, wir gehen in hier unser Beware. Das ist okay. Und selbst wenn jetzt ein Mark Punch kommt, wir bringen ihn mit einem Ableithieb in Range. Und dieses Conkeldurr wird sowieso nichts mehr machen in diesem Kampf. Von dem her haben wir Duokles verloren. Ist okay, haben wir das gegen Conkeldurr getauscht. Ist definitiv worth gewesen. Ja, wir haben jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 50%. Der Crit war natürlich sehr unlucky, aber das ist okay. Das ist okay. Ich meine, wir recovern jetzt wieder ein bisschen was. Und eine Attacke von seinem Cinccino sollten wir trotzdem noch leben. Von dem her ist alles okay. So, damit ist Conkeldurr weg. Jetzt können natürlich das Austausch kommen. Oder das Diktri. Aber dafür sind wir alles gewappnet. Da sind wir bei allem gewappnet. So, das Diktri ist natürlich nervig, wenn es den Fokusgurt trägt. Ja, wäre sehr nervig. Wäre sehr nervig, wenn es den Fokusgurt trägt. Aber jetzt haben wir schon mal die 100%ige Confirmation. Yawn wird was erwischen. Yawn wird was erwischen, wenn wir reinkommen. Und das ist hervorragend. Weil wir jetzt in dem Sylveon einfach drinbleiben können und Yawn. Was kommt rein? Es kommt, das Sylveon kommt rein. Und ich denke, wir können hier ohne Probleme einfach in unser Torkoal gehen. Und wie gesagt, wir können Yawn. Außer er ist ein Delegator-Set. Außer er ist ein Delegator-Set. Dann natürlich nicht. Ja, aber die Dürre kommt. Und jetzt bin ich gespannt. Kommt das Mystical Fire oder kommt die Hyper Voice? Es kommt die Hyper Voice. Ist ja Specs. Er ist nicht Specs. Will ich hier für die Tarnsteine gehen, though? Ja, ich will für die Tarnsteine gehen. Ja, ich will für die Tarnsteine gehen. Monte Carlo kommt jetzt hier wahrscheinlich rein. Das ist mir bewusst. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz okay. Nichtsdestotrotz ist es ganz okay. So, hat es den Air Balloon? Nein, hat es nicht. Okay. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können hier für den Gainer gehen. Und sollten hier eigentlich relativ golden sein. So, jetzt kommt der Turbodreher, das ist okay. Und er wird gegähnt. So, jetzt kommen natürlich die Tarnsteine. Nochmal. Und wenn er die Tarnsteine tradet, dann ist okay von meiner Seite. Ist okay von meiner Seite. Er ist jetzt in der Nachhand. Es ist definitiv in der Nachhand. Cinccino könnte reinkommen. Ja, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass wir jetzt hier den Gainer draußen haben, haben wir effektiv... Okay, er geht auf Antikraft. Das ist okay. Solange nicht der Omnibus kommt, wollte ich sagen. Aber zum Glück kommt der Omnibus nicht. Und er ist eingeschlafen. Außer er hat jetzt die Anti-Bärde, aber nein, hat er nicht. Ich denke, ich werde jetzt hier mal für ein paar Erdkräfte gehen. Er schläft tief und fest. Okay, das ist interessant. So, Erdkräfte kommen. Und machen sehr, sehr guten Schaden. Und was wir jetzt hier machen können, ist rausgehen in unser Pion Draghi. Unser Pion Draghi ist unser bestes Mon, egal in was er wechselt. Und wenn er nochmal für die Antikraft geht, dann ist es okay. Wir sind auf jeden Fall danach schneller. Das heißt, weil dieser Moment hier kommt, ist es okay, weil wir hier das Erdbeben drücken können. Er weiß noch nicht, was für ein Item wir sind, aber Erdbeben kommt und Erdbeben nimmt dieses Monte Carlo auf jeden Fall raus. Perfekt. Sehr, sehr gut. Und die Rocks liegen, was ebenfalls sehr, sehr nice ist. So, nice. Jetzt müssen wir mal schauen. Was,
In was? Er wird jetzt halt wahrscheinlich in das Dick-Tree gehen. Ja, da ist das Dick-Tree. Er wird von den spitzen Steinen getroffen. Das Ding ist, wenn er bandet ist, ist es okay. Oder? Ist es okay? Ja, ist okay. Ja. Sollte okay sein. Das heißt, wir gehen hier auf das Erdbeben. Ich denke nicht, dass er bandet ist. Ich denke nicht, dass er bandet ist, aber könnte er sein. Werden wir jetzt herausfinden. Oh, wir überleben das. Und jetzt kommt das Erdbeben zurück. Und das sollte eigentlich dieses Alola Dictree rausnehmen. Jupp, es nimmt das Alola Dictree raus. Und damit sind wir schon mal gut dabei. Und das Sonnenlicht verliert an Intensität. Das heißt, wir können effektiv jetzt in unser Torkoal gehen, wenn er in seinen Austausch geht. Und sind damit golden. So, Giga kommt rein. Und das ist das Austausch. Okay. Und wie gesagt, wir gehen jetzt raus. Wir gehen in unser Torkoal. Und wir gehen immer für den Yawn. Immer. So. Austausch, Chinchino, Sylveon. Der Hausbruch kommt, aber darauf sind wir vorbereitet. So. Und hat er Tarnsteinschaden genommen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Hat er Tarnsteinschaden genommen? Er hat Tarnsteinschaden genommen. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier für den Gainer. Und er wird uns wahrscheinlich rausnehmen. Kommt es drauf an. Jetzt kommt es drauf an. Er geht für den Felswurf. Damit werden wir rausgenommen. Und Bisaflor kommt rein. Wir haben die Yachi. Das heißt, wir überleben es auf jeden Fall. Wofür er geht. Und wir können für den Gigadogger gehen. So, der Eisplitter kommt. Und der Gigasauger kommt. Perfekt. Ich würde lügen, wenn ich nicht gesagt hätte, ich hätte Angst vor dem Kingsrock Flinch gehabt. Ich hoffe natürlich, er hat es nicht mitgenommen, aber sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, dass das jetzt passiert ist. Sehr, sehr nice. Perfekt, perfekt, perfekt. So, jetzt kommt das Sylveon rein. Ich denke, ich gehe direkt für die Matschbombe. Ich denke, das ist der beste Play. Eventuell nehmen wir ihn ja schon raus. Es ist gerade mal ein Turret. Magieflamme, dass die kommt, war klar. Aber die knockt uns nicht aus. Okay, wir haben jetzt wie viel? 1, 2. 1, 2, 3 Runden. Wir können immer noch critten. Also das Ding ist, ich will versuchen, dieses Sylveon hier rauszunehmen. Auf jeden Fall. Und er hat zwei Möglichkeiten. Entweder er geht nochmal auf Magieflammen, er geht auf Schutzschild. Okay. Das heißt, wir wissen, er ist Wish Protect. Aber will ich das Risiko eingehen, dass er hier irgendeinen Shenanigans macht? Nicht wirklich. I mean, die Dings bekommen wir sowieso nicht mehr. Die Sonne, ja. Von dem her gehen wir auf die Poison. Wir kriegen die Poison. Er geht auf den Wunschtraum. Okay. Er kriegt die Leftovers, aber kriegt den Schaden. Und wenn ich das jetzt richtig habe, sollten wir noch drei Runden Sonne haben. Wenn ich richtig gezählt habe, sollten wir noch drei Runden Sonne haben.
Und wir können jetzt hier vor das Wachstum gehen. Ja, da ist das Schutzschild. Hier ist das Wachstum. So, Angriff steigt. Er kriegt den Wunschtraum zurück, kriegt die Überreste, aber kriegt auch das Giftschaden. Oder den Giftschaden. Und jetzt sollte diese nächste Matschbombe töten. Definitiv. Außer er kriegt die Double Protect. Und dann sollten wir noch eine Runde Sonne haben. Wenn ich richtig gezählt habe. Er überlebt. Das ist natürlich ärgerlich, aber okay. Das ist natürlich ärgerlich, aber okay. So, das Sonnenlicht verliert an Intensität. Er kriegt seine Leftovers. Aber stirbt an der Poison. Das heißt, jetzt steht es Cinccino gegen Beware. Cinccino gegen Beware. So. Er kann schon mal nicht Sash sein. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Nahkampf. Und hoffen. Entweder auf einen Miss, darauf, dass er nicht Kingsrock ist, oder dass er uns nicht wegcrittet. Darauf müssen wir jetzt hoffen. Weil das sind jetzt die Schlüsselmoment. Das ist jetzt der Schlüsselmoment. Er geht auf Kugelsaat. Okay. Das sind 3, 4 und 5. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Gotcha, bitch. Und der Nahkampf kommt. Und damit ist es GG. Let's go, guys. Let's go. Damit haben wir 3-0 gegen Richard gewonnen. Sehr gut. War ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Sieg gegen Richard, dass wir den holen. Die Yachiberry hat super, hat genauso geklappt, wie ich es mir erhofft hatte. Yachiberry perfekt. Yachiberry perfekt, Investment und Set perfekt auf Torkoal. Mit dem Schaden. Geiles Investment auf unserem Drapion. Dass wir das gegen Dougie überlebt haben. Hat alles perfekt funktioniert. Alles in unserem Favor. Wenn es natürlich eine Roll war, auf Drapion tut es mir leid, dass er sie nicht bekommen hat. Aber ja, im Endeffekt kann ich sagen, so, unsere Vorbereitung war richtig gut, so wie das Match gelaufen ist. Von dem her bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Schaut morgen beim Kampf gegen Nestflo vorbei. Im UDT. Und ja, dann sehen wir uns morgen beim UDT oder nächste Woche in der GPL. Gehabt euch wohl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und tschüss.